Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute spreche ich über das Thema Sicherheit und wie sicher Bulgarien ist, beziehungsweise wie sicher es ist für Deutsche dort zu leben und komme dann auch nochmal auf das Thema Frauen zurück, wie sicher es für Frauen dort ist. Also generell muss man unterscheiden in Bulgarien vom Land und der Großstadt. Auf dem Land ist eine sehr, sehr hohe Armut. Es gibt wirklich eine sehr krasse Landflucht. Die Leute ziehen in die Städte und deswegen ist es auf dem Land sehr verlassen, sehr leer. Die Armut ist sehr groß. Mittlerweile ist die Arbeit dort billiger als zum Beispiel in der Türkei. Also die Löhne sind viel niedriger noch als in der Türkei mittlerweile. Das bedeutet, auf dem Land herrschen wirklich schlimme Zustände. Die Häuser stehen leer. Die Menschen, die dort übrig sind, dort auf dem Land, sind sehr arm, leben in sehr simplen Konditionen, sehr armen Verhältnissen und deswegen gibt es dort auch relativ viel Diebstahl und wenn sich dort Touristen verirren, dann kann es mal passieren, dass dort was passiert in Richtung Diebstahl. In der Stadt ist das Ganze ganz anders. Also ich lebe ja in Sofia, in der Hauptstadt, und dort ist ein sehr großer Wohlstand verbreitet im Zentrum der Stadt, dort wo auch die Uni ist und dort wo sich alle Studenten aufhalten. Als durchschnittliche Deutsche sind wir da eher Mittelschicht. Es gibt dort viele sehr reiche Leute auch. Es gibt da eine sehr starke, krasse Oberschicht insofern, die da sehr präsent ist. Und die Preise bei allem in der Innenstadt sind so hoch für bulgarische Verhältnisse, dass die Leute wirklich nur zum Arbeiten in die Stadt fahren, aber nicht jetzt, um sich dort einfach so aufzuhalten, wenn sie das Geld nicht haben eben. Und deswegen sind in der Stadt eher wohlhabende Leute und es gibt wirklich kaum. Es gibt Bettler, also es gibt relativ viele Bettler, Sinti und Roma, die da rumlaufen und betteln, aber sehr wenige, die dort eben, ja, es ist nicht wie in Barcelona, wo es diese Handtaschendiebe an jeder Ecke gibt. Es ist insofern überhaupt nicht präsent. Also ich kenne niemanden, dem mal die Handtasche oder irgendwas geklaut wurde. Kenne ich niemanden, was echt krass ist. Es gibt auch, was man in Deutschland vielleicht öfter sieht, ist ja betrunkene Leute, die auf der Straße rumtorkeln, und das gibt es in Sofia auch kaum. Vor meiner Haustür, wenn ich jemanden schreien höre, da sind das meistens Leute aus Deutschland, irgendwelche Touristen oder Geschäftsleute, die im Irish Pub gegenüber Party machen. In Bulgarien ist es so, beziehungsweise in Sofia ist es so, dass diese Partymeile außerhalb der Stadt liegt. Studentski Grad ist so eine kleine eigene Studentenstadt, wo eben die Partys laufen, die Clubs sind. Und bei den Clubs in der Stadt, bei den Bars in der Stadt, die sind alle relativ teuer und deswegen ist da ein anderes Klientel und sehr, sehr wenig Kriminalität, wenig. Man wird nicht irgendwie angesprochen auf der Straße von Betrunkenen, das gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Insofern ist Sofia richtig krass sicher, sehr viel Polizei. Also in wirklich in jeder Ecke hat man irgendwelche Polizisten, die allerdings auch nicht bedrohlich wirken, sondern relativ entspannt sind, viel entspannter als in Deutschland. Ich wurde noch nie von Polizisten angesprochen, angeschaut. Ganz entspanntes Verhältnis eigentlich. Sicher fühle ich mich total. Ich habe mal von jemandem gehört, der mal bedroht wurde, von einem Taxifahrer. Allerdings war es das dann auch von negativen Erfahrungen. Und Mädels laufen genauso abends alleine nach Hause wie in Deutschland auch. Natürlich am Anfang ist man als Frau da immer sehr verunsichert. Und ich kann euch nur sagen, Bulgarien ist das Land der Frauen, der Land der starken Frauen. Es gibt hier sehr viele, also durch den Kommunismus hat sich das Ganze ganz anders entwickelt. Hier sieht man Frauen viel stärker im Berufsleben. Es gibt viele Manager, Geschäftsfrauen, die ihr eigenes Business haben, die sehr, sehr selbstbestimmt sind. Und die Frauen haben hier eher die Führung und eher das Sagen als die Männer, wie es auch in anderen osteuropäischen Ländern teilweise ist. Also in Russland ist es ja auch so, dass der Mann eher besoffen zu Hause sitzt und die Frau eben das Geld verdient. So ist das in Bulgarien auch ein Stück weit, da die Frauen einfach mehr öfter gebildet sind, öfter studieren. Ja, und auch diese Rollenbilder einfach nicht existieren, dass eine Frau kein eigenes Unternehmen führen darf oder soll und zu Hause bleiben soll. Also das existiert dort nicht. Und deswegen haben Frauen dort eine sehr starke Rolle in der Gesellschaft. Wir haben sehr viele weibliche Professoren, auch anders als in Deutschland. Und ich würde sagen, 50-50 ist das in Bulgarien, wenn nicht sogar 70-30.
teilweise in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ein großer Unterschied auf jeden Fall, was jetzt dieses Frauenthema anbelangt. Ich glaube, das Ganze muss man einfach mal selber erlebt haben, einfach mal hinfliegen nach Sofia, sich das mal anschauen. Ich bin mir sicher, ihr werdet alle positiv überrascht sein, wie es in Sofia aussieht. Es ist eine moderne Großstadt. Es gibt zwar noch vereinzelt diese kaputten alten Ostblock-Wohngegenden, aber es entstehen immer mehr diese renovierten, modernen Gebäude. Die Plätze, die Straßen sind mittlerweile alle renoviert. Wenn man noch vor 10 Jahren nach Sofia gekommen ist, da waren da Schlaglöcher in jeder Straße. Das Ganze sieht jetzt anders aus. Es gibt eine moderne Metro. Der Flughafen ist der neueste in Europa. Sehr modern. Man muss sich zum Beispiel auch beim Winter beim Landen keine Sorgen machen, denn es gibt dort so eine spezielle Landebahn, bei der also die Landebahn wird erhitzt und dadurch kann sich kein Glatteis oder so bilden, kein Schnee. Das heißt, auch die Landung und der Abflug und die Ankunft in Sofia sind sehr sicher. Nachts alleine rumlaufen, kein Problem. Es gibt auch Taxis, die man per App rufen kann. Es funktioniert sehr gut, machen eigentlich alle Studenten. Man hat dann immer in 2, 3 Minuten ein Taxi da, mit dem man nach Hause fahren kann. Und so sind dann auch größere Distanzen wirklich kein Problem innerhalb von Sofia, weil das Taxi sehr, sehr billig ist. Also zur Uni, die liegt bei mir so 2 Kilometer entfernt, zahle ich 2 Lever mit dem Taxi, was ungefähr 1 Euro ist und was wirklich super cool ist. Ich komme auch noch mal in einem anderen Video auf den Preis zurück, denn es ist wirklich ein Luxus. Man kann sich Dinge leisten, die man sich als Student in Deutschland nie leisten könnte. Und das ist natürlich wirklich toll. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dem Thema Sicherheit. Bis zum nächsten Video, euer Marcel.